Hallöchen meine Guten, herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute bastel ich wieder mit euch Karten. Ich liebe es, Karten zu basteln, ihr wisst das mittlerweile. Und deswegen habe ich auch die Kategorie Card Sketches eingeführt. Ich bin immer noch bei der ersten, wo ich einige Ideen umsetzen möchte. Und wer wissen möchte, was ich bisher schon gebastelt habe, welche Card Sketch ich schon angefertigt habe, oben beim i ist die Playlist, die könnt ihr euch aktivieren oder abspeichern, damit ihr immer wisst, wann ich da etwas reinlege. So, es wird für mich immer schwieriger, euch im Vorfeld zu zeigen, was ich denn verwende, weil ich merke immer wieder, dass ich im Basteln total andere Ideen bekomme. Aber ich will es versuchen und wenn nicht, seht ihr das ja während des Bastelns, dass ich dann was anderes benutze. So, was habe ich mir heute zurechtgelegt? Ich habe mir einmal hier diese Tags, die gibt es bei mir im Online-Shop von Dutch Dubadoo, sage ich jetzt mal, heißt die Marke. Man hat hier so verschiedene Tags halt, ne? Man braucht nicht selber stempeln, man drückt die sich aus und kann die dann verwenden. Ich bastel wieder mit den Washi-Sheets vom Action, die es derzeit gibt. Und ich dachte mir, dieses Motiv passt so ein bisschen zur Herbstzeit. Muss ich mal gucken, ob es harmoniert. Kann natürlich auch, ja, nicht so toll aussehen. Sehen wir dann. Dann haben wir die Blätter, die habe ich auch vom Action. Ich habe mir hier ein Restpapier geholt und ich habe mir hier wieder die Blätter hingelegt, die Motivpapiere. Einmal von Marianne Design, dieses herbstliche, und einmal von Craft Emotions. Das sind halt richtig schöne herbstliche Motive. Und hier haben wir das auch. Das mit der Wolle, das gefällt mir so. Mal gucken, werde ich auch mal irgendwie, mal sehen, was ich mit verbasteln kann. Dann habe ich ganz normal mein ganzes Klebezeugs. Und wie gesagt, wenn ich jetzt noch irgendwas brauche während des Bastelns, dann kommt das noch dazu. Ich habe mir jetzt hier nochmal so Schnüre rausgelegt. Ich habe das mir nochmal dazu gelegt, wenn ich es vielleicht irgendwie verwenden kann. Ich bin mir noch nicht sicher. Und ansonsten auch hier so die Federn. Alles, was so ein bisschen ins Bräunliche hineingeht. Braun, Rot, was halt so mit Herbst zu tun hat. Mal gucken, was ich da zurecht bekomme. So, ich brauche natürlich noch ein Kartenrolling. Cardsketch Nummer 1 ist eine quadratische Karte. Von daher benötige ich auch eine quadratische. Die habe ich hier. Und jetzt wünsche ich euch sehr viel Spaß beim Zusehen und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn die Karte fertig ist.
So, sie ist endlich fertig. Ihr habt gesehen, ich kann mich da immer nicht so richtig entscheiden und ich könnte noch machen, aber manchmal muss man einfach aufhören. Ne? Also nicht zu viel. Ich finde, das ist jetzt vollkommen okay. Wo habe ich denn die letzte herbstliche Karte? Genau. Die war das. Die habe ich ja auch gemacht von diesem Layout her. Und ihr habt gesehen, ich halte mich nicht immer zu 100%. Also das, was hier rot ist, soll sozusagen die Blätterfront ersetzen. Ne? Den Kreis habe ich mit diesem Holzding gemacht. Hier unten der Tag, der muss auch nicht immer komplett so drüber. Da habe ich halt hier das kleine Stück gemacht und hier noch das Blatt. Das sieht ein bisschen schief gerade aus in der Kamera. Ja, und ich finde das sehr schön mit diesem Spiegelkarton in diesem bräunlichen Ton. Finde ich schick. Eine Dankeskarte. So, meine Guten, das war das nächste. Mal gucken, wann ich endlich mal zu Nummer 2 überschwenke. Ja, aber wie gesagt, ich möchte jetzt mal, vielleicht mache ich an die 10 pro. Ich muss mal gucken, wie ich es mache. Im Moment bin ich so im Herbstbastelfieber. Und ja, auf das Washi, auf den Washi-Sheet habe ich komplett verzichtet. Und nun gut. So, meine Guten, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, alle Beispiele hier oben verlinkt in der Playlist. Und wenn ihr das nachmacht und eigene Ideen habt, ne, guckt euch den Card Sketch Nummer 1 an. Da erkläre ich alles, was ihr machen könnt, wie ihr damit in mein Video kommen könnt. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, inspiriert und dann wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag. Und dann bis bald, eure Katrin. Tschüss!